Servus zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute eine Sonnenaufgangstour gemacht. Wir, das heißt die Sandra und ich. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, hier geht es jetzt hoch, immer Richtung Angstein. Ich sollte halt schauen, wo man hinläuft. Ja, hier merkst du, hier ist schon dunkler. Wir sind jetzt bei der Bad Kissinger Hütte. Jetzt sieht man hier auch mal ein bisschen was. Hier ist auch noch Schnee. Da ist schon das Morgenrot. Da oben ist das Ziel. Da oben, diese Kante hoch. Ja. Da kann man hochklettern. Da müsst ihr dann aufpassen, dass ihr den richtigen Weg nimmt. Weil dahinter kommt ihr dann zur Kletterroute.
Sandra, guck einmal. Da ist die Sandra. Sandra macht uns erstmal einen Kaffee. So, das ist die Gipfelverpflegung, der Schnaps am Morgen, muss schon sein. Also erstmal Servus miteinander hier, erstmal im Hellen. Jetzt kann ich ein bisschen mehr filmen, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Und zwar gehen wir jetzt wieder runter. Wir waren jetzt ca. 40 Minuten. Am Gipfel. An die Sandra muss ja heim, weil irgendwann muss der Flo auch mal arbeiten gehen. Da kann man nicht den ganzen Tag am Gipfel verbringen. Auch wenn es schön ist, ja. So, da geht es jetzt wieder runter. Aber es ist auf jeden Fall cool. Es macht Spaß. Also eigentlich könnt ihr euch auf den Arsch setzen und dann da runterschlittern. Tut auch gar nicht weh, weil alles poliert ist. Wunderschön hier oben. Besonders wenn man so Glück hat wie wir und einen schönen Sonnenaufgang erwischt. Wir sind jetzt hier wieder bei der Bad Kissinger Hütte. Gipfel sieht man jetzt nicht mehr von hier aus. Schauen wir mal, ob unser Begleiter, der was vor uns oben war, immer noch oben ist. Kann schon sein. Wunderschön hier.
Hier ist auch eine schöne Terrasse. Und hier gibt es auch einen Winterraum. Wenn man hier diesen oberen Pfad folgt, dann kann man auch von hinten aufs Brennloch gehen. Genau. Ihr könnt euch ruhig mal beim Flo vorbeischauen. Der hat nämlich da schon ein schönes Video drin, was ich gestern auch schon angeschaut habe. Genau. Es werden jetzt noch anderthalb Viertelstunden. Wir müssen jetzt da runter, wieder zum Parkplatz. Heute durfte der Jax ausschlafen, aber wir wussten nicht so ganz genau, ob das jetzt was für ihn wäre oder nicht. Aber gut, dass ich ihn daheim gelassen habe. Weil dadurch, dass die Felsen so glatt waren, weiß ich nicht, ob er da Halt gefunden hätte. Deswegen, also für große Hunde, glaube ich, ist das kein Problem. Habe ich auch schon ein Video gesehen, wie sie mit großen Hunden hoch sind. Für kleine Hunde weiß ich jetzt nicht. Haben wir wieder ein Klohäuschen. In den Bergen gibt es ja ganz viele Klohäuschen. Weil die Sandra mal gefragt wurde, wie sie es dann macht mit dem Klo gehen, hat sie gemeint, da gibt es ganz viele Dixies. Da ist nochmal ein Klohäusle. Sogar mit Fenster. Da oben, das sehen wir nochmal. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen. War eine sehr schöne Tour und ein toller Sonnenaufgang. Ich blende euch mal die ganzen Daten hier ein. Dann kommt jetzt noch die Vorschau aufs nächste Video und dann sehen wir uns hoffentlich da. Viel Zeit! Da ist er, der erste Gipfel.